Wir haben wieder mal Lust auf Rust bekommen. Ein frischer Server-Vibe auf diesem Server. Wir sind sofort nach Start gejoint, nehmen uns überall Nacked Eyes und wir haben ein Ziel. Wir wollen der Alpha werden. Zuerst schauen wir die Map an. Unten spawnen alle einfache Gebiete. T1-Gebiet. Oben, umso weiter man in den Norden geht, desto gefährlicher wird es. Launchsite. Military Tunnel, Ulrik, alles im Norden, da, wo wir hinwollen. Doch so einfach kommen wir nicht nach oben. Deswegen haben wir uns entschieden, erstmal in der Nähe von Launchsite ungefähr hier aufzubauen, dort ein bisschen Waffen zusammenzutragen, etwas Ressourcen zu farmen und dann weiter nach oben zu ziehen. Auf geht es! Als erstes brauchen wir ein paar Standardressourcen. Holz, Stein, Grapefruit. Das wird alles schnell besorgt. Jetzt können wir anfangen, die Base zu bauen. Foundation, Wände, Door, Lock, TC, alles was man braucht. Und das Ganze muss auch geupgradet werden. Als nächstes brauchen wir Metall. Also gehen wir los mit der Erfahrung. Irgendwie lief das nicht so gut. Sieht so aus, als ob wir Verstärkung brauchen. Lad mich ein. Ich mach sofort auf. Das hat mir meine Pfeile abgezogen. Ich höre diese M9. Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Ha. Somit hatte ich 3 neue Kameraden. Das bedeutet, es konnte losgehen. Doch dann passierte Folgendes. Digga, der ist drin! Der ist drin, was macht ihr? Der ist in der Base, Digga, und TC ist offen. Ich meine, wie kannst du die Tür aufmachen? Respawn, respawn einfach, respawn einfach. Ja, da waren... Einer ist noch drin. Einer ist noch drin. Was ist da los? Digga, ich hab ihm 3 Hits gegeben. Jungs, einer ist in der Base, falls sie das noch nicht gedacht hat. Die machen die Sleeping Bags kaputt. Nein, komm, die sind da eingesperrt. Let's go, lass sie auseinandernehmen. Mach mir die Tür auf, ich lauf rein, töte den. Okay, guck mal, schnell, 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 bevor der zubaut. Der baut zu, der baut zu. Go, 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 rein. Ich geb, ich seh nicht. Er trifft nicht. Ich triff ihn einfach nicht, weil es zu dunkel ist. Nachdem wir die Base so blöd verloren haben, erstmal eine Runde Launchzeit looten und dann werden wir uns überlegen, wo wir eine neue Base bauen. Aber wahrscheinlich ganz in der Nähe. Die Sachen wurden nach Hause gebracht, schon mal eine Menge an Komponente und dann gleich in den nächsten Kampf. Komm zu mir, bei mir einer.
Zwei Leute. Ne, einer noch. Einer down von denen. Beide down, beide down. Beide auch down. Ich bin umgekippt. Helf mir hoch. Ich habe 10 Bögen bei mir dabei. Ich lauf weg, ich lauf weg. Jetzt hatten wir mehr als genug Bögen, aber es wird Zeit für die ersten Schusswaffen. Lass hinterher. Ich habe einen Bogen, falls einer von euch einen Bogen braucht. Ja, mit der EOK hätte es deep gehen können. Ich gehe links. Ja, der geht rechts lang, glaube ich. Rechts lang oder wo lang? Er hat einen Hit. Ist down, ist down. Ich hab die Pistole. Hat einen Hit. Müsste down sein. Ich hab noch einen. Ich hab zwei, komm her. Hier, ich hab gedroppt. So, hier, Pistol. Ich muss back, ich bin low. Lass back gehen, wir haben 2 M9. Komm mit, wir laufen weg, ich bin zu low. Jetzt haben wir unsere ersten Schusswaffen, damit gleich ab zur Launchzeit. Inzwischen wird da viel geballert. High Loot, High Risk aber auch. Eine Semi links vom Green Cut unten. Und Sandhügel. Hier callt ein Mate, dass auf der anderen Seite eine große Gruppe gesichert worden ist. 6 Leute, alle fett bewaffnet. Mit denen wollte ich mich nicht anlegen. Woher kommen die denn, hä? Also gegenüber. Da sind, glaube ich, die mit den Waffen. Ich würde nicht gegen die kämpfen. Lass schnell linke Seite wegrushen. Links sind, können wir eine Semi und einen Double Barrel wegholen. Lass sie killen und dann abhauen. Ich will nicht gegen diese 4 Leute kämpfen oder 5. Hier hatten wir keine gute Koordination und sind viele Kämpfe auf verschiedenen Seiten eingegangen. Und es sah gar nicht gut für uns aus. Ja, dann lass abhauen. Kann sein, dass die schon AK haben. Komm da, wo wir eben gekämpft haben. Da kommen jetzt 2 Leute mit Semi hin. Da, hier, 2 Leute, die hier sind. Die beballern sich. Hab hier 2 down, 1 down, 2 sind hier noch. Komm, holt den, da ist nur noch einer. Jungs, da ist nur noch einer. Ich hol den anderen hier unten. So schnell wir die Waffen bekommen haben, so schnell haben wir sie auch wieder verloren. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Aber wir merken uns diese Leute. Die werden wir später nochmal begegnen.
Hier hatte ich eine kleine Pause gemacht, habe ein paar Pilmeschki gefuttert und bin ein bisschen Among Us Starring gegangen. Als ich wiedergekommen bin, hat mein Team weitergespielt. Wir konnten uns ein, zwei AKs bauen, konnten die Base ziemlich voll farmen und unser Plan war es, weg von der Lounge sein. Jetzt wird hier zu viel geballert, hier kann man zu schlecht farmen. Wir ziehen weiter, so wie am Anfang geplant, in den Norden. Wir haben uns in der Gegend umgeschaut. Wir konnten erstmal keinen wirklichen Platz finden, weil alles schon belegt war. Aber wir haben in der Wüste einen schönen Platz gefunden, eine ebene Fläche, da kann man sehr gut eine Base bauen, Wasser in der Nähe von der Oil Rig, in der Nähe von der Lounge Site, kaum Nachbarn, da fühlen wir uns wohl. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir wieder neu farmen müssen für die Base. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Metall. Wir brauchen viel, viel mehr Steine. Und Sulfur natürlich, falls wir raiden möchten. Jetzt hatten wir alles abgefarmt, was in der Nähe ist, Zeit zu bauen und alle Sachen von der alten Base in die neue bringen. Hier ist ein Nackter. Kill me, man. Just kill me. Why not? Okay, what are we gonna do today? Ah, thank you. Thank you, man. Da das ganze Team mitgeholfen hat, ging das mit der Base eigentlich ziemlich schnell. Das Dach wurde fertig gebaut und der Helikopter ist dann losgeflogen zur alten Base, um die Sachen zu holen. Ich habe diese Zeit genutzt, um auf die neue Base aufzupassen und mit meinem Stream ein paar Daily Dose of Internet Videos anzuschauen. Doch dann passierte Folgendes. Während wir ein Video angeschaut haben, hörte ich auf einmal Sound von Explosionsgeräuschen.
Das waren vorhin die Typen von der Launchsite, die uns getötet haben. Als sie unseren Helikopter wegfliegen gesehen haben, dachten sie, es wäre keiner mehr in der Base und kamen uns raiden. Doch wir konnten verteidigen. Wo ist der? Ich will mal rushen. Lass du auf den? Seht ihr den noch oder nicht mehr? Bin 1 HP, lol. Sag mal, wenn er mich pusht. Habt ihr den gesehen oder random hingeballert? Ich kann halt die Waffe von dem nicht looten. Okay, ich seh ihn. Er hat 2 Hits. Ja, er ist solo. Down. Natürlich wollen wir Rache. Wir haben ein paar Explosive Bullets von denen bekommen, aber die haben doch eine sehr fette Base. Wir haben beschlossen, nicht sofort loszugehen, denn so viel Explosive haben wir nicht, sondern erstmal ordentlich reinzufahren, die Base auszubauen und am nächsten Tag einen gewaltigen Gegenschlag zu starten. So sieht am Ende die Base nach dem ersten Tag aus. Ich für mich habe mich jetzt verabschiedet, werde das Video schneiden. Die anderen warten auch, bis das Metall durchgeschmolzen ist, upgraden zum Metal und vielleicht bauen die noch ein bisschen. Doch eins ist sicher, wir dürfen nicht schlafen gehen, denn sonst kommen die Nachbarn.